So, hallo, wir machen weiter bei Mario Maker 2. Letztes Mal hat mich Counters Level zerstört und gerade wollte ich jetzt eigentlich die Level von Lutz Fangmann spielen, aber seine ID funktioniert nicht. Deswegen machen wir jetzt erstmal mit The Real Rasierer weiter. Und mal gucken, ob die IDs funktionieren. Es reicht ja, wenn eine funktionieren würde, weil dann hätte ich den Ersteller. Das würde vollkommen reichen. XUH. PT3. Ich habe es auch mehrmals probiert. Ich habe ihm jetzt auch geschrieben, dass ich es nicht hinkriege. Mal gucken. GNG. Ist das ein U? Das könnte ein U sein. Ein V meine ich. Wie komme ich jetzt da schnell hin wieder? Wie kam man denn? Wie konnte man denn? Hilfe, ich habe es vergessen. So. U weg. V hin. Ja, das sieht besser aus. Gut, genau. Spooky Ghost House, da hat er schon dazu geschrieben. Oh, hat noch keiner gespielt. Sensationell. Da hat er dazu geschrieben, ich lese das ganz kurz vor, weil es ist ein langer Text. Dass ihr das auch alle wisst, was da steht. Das ist mein erstes Level. Es ist ein Best-of von Spooky Ghost House 1 bis 5 aus Super Mario Maker 1 und besteht aus 4 Teilen. Ein kleiner Spiegeltrick, ein Sternen-One, ein kleines Rätsel mit dem P-Switch, rote Münzen sammeln und Power-Ups klug einsetzen. Außerdem sind in dem Level 3 Star-Coins, 50er Münzen, welche du sammeln kannst, einfach so aus Spaß. Es ist leicht und hat 2 Checkpoints. Let's go. Das dürfte doch dann jetzt mal entspannend sein. Und Best-of heißt also, er hat dann schon mal in Mario Maker 1 offensichtlich einiges gebaut, aber das haben wir ja nie gespielt. Gut, also dann ist das jetzt einmal Raum 1. Alles klar, let's go. Ist das der Spiegeltrick? Will ich dann von unten in die Röhre? Oder was will ich? Weil so komme ich nicht weiter. Und da kann ich nichts. Da kann ich gar nichts machen. Aha. Ach so, das haben mir die Münzen. Nee, hä? Wie hätte ich jetzt darauf. Habe ich da irgendwas versehen? Nicht gesehen? Na, wir haben den Block jedenfalls gefunden. Da ist der Sternenwand. Da oben ist die Starcoin. Gott. Jetzt hole ich mal aber den nächsten Stern. Nicht, dass das hier zeitlich knapp wird. Ich weiß es ja nicht. Da ist noch eine. Achso, er hat ja 3 50er Starcoins auch geschrieben. Also haben wir jetzt erst eine von den 50er Starcoins. Okay. Wir werden die natürlich versuchen zu sammeln, auch wenn sie keine Win-Condition darstellen. Einfach weil wir es können. So, Checkpoint Nummer 1. Sehr schön. Da ist nichts. Komme ich da ran? Oder ist das dicht? Nee, das ist offen, ne? Das müsste offen sein. Übrigens, wenn man jetzt in die Tür geht, versehentlich. Hä, ist das offen oder nicht? Bin ich doof? Hä? Das sieht doch offen aus. Gut, aber hier ist auch einer. Da fällt dann dieses Ding hier runter. Wenn ich jetzt hier rumgehe, komme ich erstmal nicht mehr zurück. Doch, ich komme wieder zurück. Auch hier können wir das mal kurz testen. Ist das offen oder ist das? Ne, das ist dicht. Okay. Ach, hier kommt. Okay, hier wird ein P-Switch immer wieder generiert. Das ist schon mal wichtig. Aber wie gesagt, ich verbaue mir dann da oben den Weg. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Brauche ich zum Beispiel den Cooper? Ich lasse den mal am Leben. Hier fällt noch einer runter, aber den brauche ich ja auch nicht, wenn ich hier den einen habe, der aus der Röhre rauskommt. Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Also beziehungsweise... So. Ja, aber das hat jetzt ja nicht großartig irgendwas hier verändert. Da ist eh noch einer. Ja.
Ja, gut, jetzt muss ich warten. Okay. Okay. Natürlich nehme ich weiterhin mit. Ich werde wahrscheinlich... Oh no. Jetzt wird's kritisch. Ach, hier gibt's jetzt... Ah, okay. Verstanden. Hier bekomme ich jetzt immer ein Power-Up, was ich dann für den nächsten Abschnitt einsetzen muss. Aber die Zeit ist jetzt ein bisschen kritisch. Das heißt, ich muss das Power-Up wahrscheinlich Ich habe das gesehen. Ich muss das Power-Up wahrscheinlich behalten jetzt. Ich muss es nicht behalten, ich hätte es jetzt auch so wieder bekommen. Also ich brauche jetzt praktisch hier für die Blume. Okay, ah ja, alles klar, gut, dann... Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht, dankeschön. Jetzt brauche ich dann die Feder als nächstes. Jetzt kriege ich aber erstmal die Blume. Aber zeitlich ist jetzt halt blöd. Ich werde sterben, kann ich nicht ändern. Das Zeitliche ist halt doof. Nein. Aber meine Hoffnung wäre, dass wir zumindest noch zum nächsten Checkpoint... Und die Bombe löst ihn doch aus. Das heißt, ich hätte das bei Counter probieren können. Okay. Gib mir das... Ja, sehr gut. Wir kriegen direkt das Blatt. Wir haben die 350er Coins. Wir kommen jetzt eigentlich da oben auch direkt durch. Oh, jetzt muss ich fliegen. Aber die Zeit reicht halt nicht mehr aus. Schade, schade. Das mit der Zeit ist ungünstig. Ich verstehe nicht, warum das Level auf 280 gesetzt ist. Das könnte man, da könnte man einfach die volle Zeit geben. Ich habe jetzt nicht sonderlich getrödelt oder so. Da würde ich einfach die volle Zeit geben, die möglich ist. Weil es gibt hier keinen Grund, ein Zeitlimit zu machen. Und da Nintendo aber halt ein Zeitlimit vorschreibt, würde ich einfach das Größte nehmen, was geht. So, die Dings hatten wir, ne? Die Star Coins, die hole ich jetzt nicht nochmal. Die haben wir gesehen. Aber wie gesagt, also... Ich sehe hier keinen Grund für das Zeitlimit. Dass es auf 280 liegt. Das, den Grund sehe ich nicht. Ja gut, das ist ja nur für die Coin, das kann man lassen. So. Dann kriegen wir jetzt hier die dritte Coin. Das habe ich noch vorhin gesehen. Die rote fehlt ja noch. Die dritte rote... Na. Die dritte rote fehlt... Ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Ich kann mit diesem Ding nicht umgehen. Oh mein Gott. Ja, aber bin ich denn komplett dumm? Hä? Nein! Oh nee, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Hat der nicht gemacht. Hey. So, wieso habe ich den Sprung denn jetzt nicht hingekriegt? Danke. Wow. Was hat das denn? Totaler Quatsch. Nein, ja. Oh Gott, ich und die Feder, ne? Ich mochte ja Super Mario Bros. 3 sowieso nie. Und das ist einer der Gründe. Ah, ich kann da gar nicht hoch, okay.
Das ist einer der Gründe. Ich kann mit diesem Ding nicht umgehen. Es ist ja keine Fee, das ist ja... Was? Ach so, Moment. Ja, dann halt so. Ich dachte, man muss da jetzt rüber. Muss man nicht. So, jetzt haben wir die drei Coins zusammen, haben den Schlüssel und können jetzt hier durch. Ich weiß nicht, wie man das in 280 Sekunden alles hinkriegen soll. Das ist schon ganz schön groß, das Level. Also für die Zeit ist das mir von der Zeit her zu knapp. Das Zeitlimit würde ich echt überdenken. Aber ansonsten toll. Ja, guck mal, 7.13, ne? Ich meine, ich bin ein paar Mal gestorben, klar, aber... Puh. Puh. So, ein Kaizo-Level hat er noch gebaut. Jetzt kommt er erstmal hier rein, zack. Dass ich auch sehe, wenn was Neues gebaut wurde. Ja, Kaizo von Noobs. Dazu schreibt er, das ist ein Kaizo-Level, welches man zu viert spielen kann. Gut, das ist für uns nicht relevant. Es beinhaltet Shell-Jump, Trampolinsprung, Pow und P-Switch-Jump. Außerdem gibt es wieder 3 Star-Coins zum Sammeln. Wieder 2 Checkpoints und relativ gut machbar. Meine Challenge an dich, versuche das Level in unter 30 Sekunden zu absolvieren. Das heißt, es muss irgendwie einen Weg, einen Trick geben, das schneller zu machen. Aber wir werden es erstmal normal spielen. Vielleicht sehe ich aber auch gleich den Trick. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht sehe ich ihn auch nie. Guck mal, hier 450 Sekunden. Why? Kann ich mir den nicht einfach holen? Ach so, ich muss hier... Ah, ja, verstanden. Ich muss hier hochspringen. Aber jetzt sehe ich schon, dass das der falsche Weg ist. Oh no, das ist ja ein ganz schön knapper Sprung auch. Uff. Ach. Der nimmt den nicht sofort in die Hand. Das ist ungünstig. Oh je. Aber ich sehe schon, ich habe die falsche Höhe, den falschen Dings gewählt. Das sehe ich ja hier. Ach nee, es ist egal. Ich habe jetzt gedacht, ich komme nur bei dem raus. Ich bin jetzt mal so frei und löse den aus. So, hier ist die Bussy Beetle Challenge, oder was? Okay, der Pilz kommt wieder. Ich kann aber auch hier hoch. Guck uns mal hier hoch. Das war jetzt wohl nicht so... Ach so. Ach so, das ist... Okay, das ist Shell-Jump-Geschichte hier. Oh, da kommt wieder einer. Ja, wait, aber wenn da immer einer rauskommt, dann könnte ich ja fast das Ganze auch ohne Shell-Jump lösen. Sondern... Indem ich den nutze, der rauskommt, ne? Dass ich so... So ungefähr. Das würde wahrscheinlich auch gehen. Aber ist ja gut, dass er mir wieder einen Pilz gibt. Das ist schon mal sehr nett. Damit setzt man einen nicht so unter Druck. Na komm. Nice. So. Also alles sehr nett gebaut. Da ist unsere erste rote Coin. Und da werden wir jetzt wieder klein. Alles klar. Gut. Jetzt hatte das Ding aber noch einen anderen Weg. Hier kann ich ja auch hoch. Was ist denn da oben? Das ist... Hä, das... Hä, ist das nicht genau der gleiche Weg? Komme ich da nicht auch dann da oben bei der Coin raus? Ja. Ach, für 4 Spieler. Jetzt raff ich was hier... Ah. Man könnte hier also ein Wettrennen draus machen. Wo
Wobei dann immer eine, naja, nicht unbedingt. Einer hat immer den Nachteil, dass er weiterlaufen muss als die anderen. Aber jetzt verstehe ich das, deswegen sind immer vier Wege. Ja, okay. Dann ist es völlig egal, wo ich hochgehe. Was ist da unten? Okay, verstanden. Da haben wir die erste Coin. Wir haben sie gefunden. Das ist doch schon mal was. So, jetzt mache ich einfach meinen Peach-Jump. Der sollte jetzt eigentlich nicht so schwierig sein. Ah, das war dumm. Ich muss... Genau, so ungefähr. Ach ja, ich kann den ja nicht in die Hand nehmen. Genau deswegen klappt der ja auch besser, der Peach-Jump. Man muss jetzt nur... Ja. Man muss jetzt nur deutlich eher... Nein. Nein. Bin ich denn jetzt wieder doof? Ich bin jetzt wieder doof, ne? Das war schon eher... Ja, das war schon wieder eher die Richtung. Ah, das jetzt hätte ich noch springen müssen. Nein. Trotzdem ist es aber für vier Leute, kann ja trotzdem immer nur einer die Coins sammeln. Also gut, aber das ist halt ein Nintendo-Problem. Das ist jetzt ja nichts... Gut. Dann haben wir jetzt das geschafft. So. Jetzt hätte ich... Ja gut, die Fahne hätte ich jetzt... Das habe ich wieder nicht rechtzeitig gerafft, aber ist jetzt egal. Wir gehen erstmal hier rein. Und kriegen den nächsten Checkpoint sowieso. Gut. Kein Troll hier. Sehr schön. Ups. So. Das hier, das sollte auch nicht das Problem. Okay. Darstellen. Ich weiß noch nicht, wie man das in unter 30 Sekunden hinkriegen soll. Da bin ich ja auch ein bisschen überfragt. Wait, da war noch eine. Hä? Ich hätte noch einen Schlüssel haben können. Also ich habe zwei von den Coins gefunden. Jetzt komme ich halt an die nicht ran. Ja moin. Ja moin. Ich gehe nicht aus dem Level, ohne die Coin hier einzusammeln. Das sehe ich nicht ein. Das reicht nicht. Dankeschön. So, kommt hier noch ein Troll? Und das ist nur, weil der Sprung wäre jetzt... Ah, das wäre jetzt ja einfach nur ein Sprung. Okay, tatsächlich. Einfach nur ein Sprung. Gut. Also so viel dazu. Das war auf jeden Fall machbar. Aber zwei Fragen. Wie komme ich in diese rote Tür? Und... Wie... Wie löse ich das in 30 Sekunden? Was mache ich denn? Geht das in praktisch 30 Sekunden einfach, indem man... Ach, hier ist die erste! Ah. Aber diese... Wie gesagt, also diese 30 Sekunden kann ich mir nicht vorstellen. Dafür müsste man ja wirklich alles sofort hin... Das finde ich krass. Wenn das jemand hinkriegt, okay, cool. Aber nee. Das kriege ich nicht hin. Moment, aber wenn jetzt hier die dritte, die erste Coin ist, dann verstehe ich nicht, wie man... Hä? Dann verstehe ich nicht... Wie die, wie der zweite Schlüssel funktioniert. Wo der herkommt. Na super. Das raffe ich noch nicht. Wo der zweite Schlüssel herkommen soll. Nein. Yes. Oh, guck mal da, das haben wir... Nein, ich wollte nicht zurück. Da ist mit dem Koopa irgendwas. Da haben wir irgendwas übersehen auch. Und
da waren wir gar nicht. Ist ja egal, wann ich das auslöse. Nein. Na, jetzt hätte ich noch springen müssen. Dann hätte es gepasst. Nein! Ich habe den Sprung nicht hingekriegt. Gut. Hier ist auch kein anderer Schlüssel. Das ist jetzt der erste Schlüssel. Pi. Das raff ich nicht. Wo soll denn der andere Schlüssel herkommen? Na, da. Haben wir hier irgendwas übersehen? Hier ist doch auch nichts. Und da kommt jetzt ja schon die Schlüsseltür. Irgendeinen Hinweis gibt der mir, oder was? Aber ich verstehe den Hinweis nicht. Da kommt jetzt auch nur eins, ne? Da kommt jetzt kein anderes. Bei den anderen kommen ja irgendwie mehr, aber hier kommt nur dieses eine. Kann man eigentlich durch zurückgehen? Klappt das hier im Maker? Nee, es klappt überhaupt nicht. Okay. Ja, aber wie gesagt, das checke ich nicht. Da muss es irgendeinen Trick geben. Ich weiß aber nicht welchen. Bringt der? Ich muss mal was gucken. Ich muss mal was gucken. Kann ich hier irgendwas? Oder kann ich nichts machen? Nee, hier kann ich nichts machen. Es sind auch nur die Bassi-Beetle, die öfter kommen. Alles andere kommt nur einmal. Moment, was passiert denn, wenn ich... Ah, da geht er kaputt. Ich habe halt überlegt, ob ich irgendwie... Hier bekomme ich auch nur immer einen. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Das war das, was ich mich vorhin gefragt habe. Wenn ich jetzt hochwerfe, dann habe ich mich gesoftlockt. Ne? Also das ist ungünstig. Das habe ich mich vorhin gefragt, ob das geht. Und ja, es geht. Das ist äußerst suboptimal. Aber das heißt auch, ich kann keinen P-Switch mitnehmen. Ah, warte, vielleicht kann ich doch einen mitnehmen. Aber was soll das denn? Nee, ich weiß nicht, was ich mit der Tür anfangen kann. Ich werde jetzt auch lieber... noch ein anderes Level mir anschauen. Also insofern, ich habe, denke ich, während des Spiels ja was dazu gesagt. Kann man auf jeden Fall spielen. Ist gut. Ich verstehe nicht ganz die Secrets. Die habe ich nicht ganz verstanden, aber
Ja, ne? Passt. Okay, ich habe ja schon geschrieben, dass Aggressor... Moment. Dass Aggressor mir auf Twitter geschrieben hat, ein paar Codes von Winnie Winesauce. Muss mal gucken, was das für eine ist. Ob das irgendwie einfach ein lustiger Hackersteller, Hackersteller sage ich schon, lustiger Maker ist. Oder ob das so ein Kaizo-Guy-Typ-Viech ist. Mal gucken. Wine. 5,72 Pipe Dreams. Ja, let's go. Schauen wir uns das mal an. Wie lange haben wir jetzt eigentlich noch aufzunehmen? Und wie gesagt, sorry, Lutz, ich spiele dann dein Zeug halt, sobald die Idee passt. Ich kann dich so leider nicht finden. So. Also. Pipe Dreams sind viele Röhren. Wer hätte das erwartet? Und Wippen. Und freundliche Pflanzen auf Koopas. Und freundliche Pflanzen, die schießen. Und große freundliche Pflanzen, die aus der Röhren kommen. Okay. Also ich hätte gerne den Pilz. Das ist schon mal ein guter Start. Und dann würde ich den einfach gern behalten. So, und wenn der hier eh so einen Quatsch macht, komme ich hier gut rüber. Okay, sehr gut. Und dann gehen wir hier einfach mal ganz schnell durch. Mist. Hat die mich gerade erwischt. Gehen wir hier einfach ganz schnell durch. Und dann wählen wir uns mal hier hoch und dann gehen wir einfach hier weiter. So. Und kriegen den Checkpoint. Das ist doch schon mal ein Teilerfolg. Kann ich die mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das funktioniert. Ja, das funktioniert nicht. Das ist... Freundlich, Hilfe, Hallöchen, na hallo alle zusammen. Wie geht's euch denn so? Okay, hier geht's weiter. Ja. Das macht ihr alle ganz toll. Mach dich da mal weg, dankeschön. Okay, hier kann ich stehen. Krieg ich einen Pilz? Nein. Warum sollte ich auch? Das wäre ja nett. Ah, irgendwas wird mich noch killen. Ich weiß es doch. Es wäre halt echt... Ich würde mich ein bisschen wohler mit einem Pilz fühlen. Muss ich die nutzen? Scheint nicht so. Die sind mehr so Deo, mein Gott. Deko, lasst mich in Ruhe. Uff. 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 Geht alle heim. Wo gehe ich rein? Da nicht. Da will ich aber... Oh, war. Okay, da gehe ich rein. Checkpoint. Das ist... Ja, das ist ja nett jetzt. Aber wir haben einen Checkpoint. Alles ist... Oh mein... Oh ja, okay. Alles gut, wir haben einen Checkpoint. Alles gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Mir kriegt sogar einen Pilz. Oh, guck mal, jetzt passt das Ding auch gleich. Viel besser. So, hui. Das war nicht, was ich wollte, aber ist okay. So, er mag auf jeden Fall Pflanzen. Der Winnie. Und Feuer mag er auch und Fische mag er auch und alles Mögliche mag er auch und ein Ziel mag er auch. Das finde ich gut. Uff. Okay, das war das Level. Gut. Kann man spielen. Sehr schön. Aber eine Minute ist sportlich. Minute ist sportlich. Gut, was hat der noch so gebaut? Wie viel hat der gebaut vor allem? 7504. Drei Level. Okay, wir haben Pipe Dreams gespielt, dann spielen wir jetzt Firework Factory. 13 Sekunden. Okay.
Das ist dann ja wirklich kurz und knackig. Mal gucken. What? Was passiert hier? Ach so, automatisch. Ich soll nichts drücken, oder was? Ich drücke einfach mal nichts. Ich weiß halt nicht, was ich von solchen Leveln immer halten soll. Es ist halt schön anzuschauen, aber an sich ist halt das Bauen die Leistung, nicht das Spielen. Okay. Aber jetzt bin ich natürlich getriggert, diesen Weltrekord zu brechen. Ob das gut ist, da oben rumzugehen, weiß ich nicht. Oh, hat das der Weltrekordtyp auch gemacht? Man kommt nämlich da hoch. Das wäre natürlich denkbar. Oder ist er einfach da weitergesprungen? Das müsste eigentlich... Ja, schneller wird's nicht. Nee, das sind keine drei. Nee, das sind keine 13 Sekunden gewesen. Wie hat der denn so schnell? Wie ist der denn da so schnell durchgeraced? 17, 13. Was? 4 Sekunden schneller? Das muss irgendwie oben rumgegangen sein. Aber gut, dann lassen wir das. Dann kriege ich das doch nicht hin. Das ist jetzt nichts, was ich mit toll bewerten möchte, einfach weil. Ich meine, es wurde eh schon mit toll bewertet, das ist eh schon in der Liste. Aber das ist ehrlich gesagt nichts, was ich zum Beispiel in einem Endlos-Ding spielen möchte. Don't move when you enter the door, da steht es halt sogar. Gut, man sollte Texte lesen. Es tut mir leid. So, aber ich markiere ihn mir gleich mal. Zack. Und Icy Hot haben wir noch im Angebot. 1,10, 6,13. Ja, let's go. Ignorieren wir einfach gleich mal gekonnt. Ich habe da unten den blauen Block gesehen, aber was hat der mir, was soll der mir nützen? Ah, verstanden. An dem ist jetzt der Panzer umgedreht. Okay. Ah, da komme ich gar nicht rein. Sondern ich muss hier hochfahren. Okay. Und dann da drauf. Alles klar. Und dann da weiter. Und dann da weiter. Und dann springen wir einfach mal auf gut Glück. Da ist eine P-Switch-Tür. Da ist eine Blume. Da ist noch eine P-Switch-Tür. Ach so, dann kommt man vielleicht da oben raus. Hier brauche ich wieder Wasser. Wait, kriege ich den? Nein, das ist, es funktioniert, die funktionieren ja so nicht, ne? Die funktionieren ja so nicht. Nee. Du machst dich mal weg. Wir brauchen halt einen P-Switch jetzt irgendwo her. Kannst du dich auch mal? Dankeschön.
Ach! Jetzt kommt er raus, weißt du? Bisschen schüchtern, der Kollege. Ja, aber Moment, jetzt habe ich ja 3 Millionen Möglichkeiten. Ich habe die Tür da oben, ich habe die Röhre hier unten. Ich komme auf jeden Fall hier weiter. Ist ja auch was wert. Bumm. Ciao. Wenn da unten einer läuft, kann ich da auf jeden Fall auch hin. Bumm. Da ist wieder einer off. Will ich den drücken? Ups. Ja, will ich. Das heißt, ich muss jetzt was finden, um den off zu drücken. Was ist mit dir eigentlich? Ach so. Du drückst den off für mich. Ja, dann mal los hier. Sehr freundlich von dir. Danke für deine Kooperation. Zoom. Okay. Hier kann ich einfach durch. Ah. Lil. So, hier, tschüss. Du interessierst mich nicht. Hihi. Hihihihihi. Oh, das war nicht so gut. Da oben ist eine Tür. Ich habe die Tür zu spät gesehen. Oh, no! Gekonnt am Midway Point vorbei. Großartig. Da freue ich mich. Okay. Ja gut, da können wir ja auch unten lang gehen dann. Können wir nicht. Können wir schon. Warum ist da eine... Was will mit der... Ah, nein, 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 nein. Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Was will mir denn der Pfeil da sagen? Was war das denn für eine Message? Aua. Nein, nicht so, nicht so. Das darf ich, muss ich mir echt abgewöhnen, wenn ich einen Midway Point habe, dass ich dann neu starte. Muss ich mir ganz dringend abgewöhnen. Zack. Dip, 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 dip. So, also gut, dann einfach jetzt mit Geduld hier durch. Zack. Und weiter. Zack. Und weiter. So, jetzt müssen wir den Kollegen wieder hier rüberholen. Wobei, nee, jetzt ist er ja richtig, ne? Ja, jetzt passt er ja schon. Dann ist ja alles gut. Blop, 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 blop. Tok, 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 tok. Tok, tok. Tok. So, was ich mich jetzt nur gerade frage, ist, wie komme ich in diese Tür? Da falle ich wahrscheinlich irgendwann mal wieder raus oder so, wenn ich irgendwas, keine Ahnung, falsch mache. Aber das ist halt echt mies, dass man hier... Oh, das war dumm. Ist das die Tür, die mich zurückbringt? Nein. Ah ja. So. Ach, ich hätte ihn mitnehmen können, den Panzer. Egal. Jetzt bin ich hier. Jetzt nehme ich den mit. Hä? Okay. Wie auch immer. Wofür habe ich den Pau jetzt...
Für den Swamp, aber der Swamp soll ja eigentlich den Pau hier auslösen, wenn man das richtig machen würde. Wie auch immer, ist auch ein interessantes Level gewesen. Ja, ja, ja. Gut, 40 Minuten, damit können wir hier raus. Danke fürs Zuschauen. Und das war's für diese Aufnahmesession. Tschüss.